In der Regel ist das schönste Kompliment für Kostüm, Szenenbild und Maskenbild, wenn es einfach so normal wie möglich daherkommt. In der Regel gibt es sowas wie eine Kostümabnahme, nennen wir das, was relativ kurz vor Drehbeginn mit Maske und Kostüm, Lichtkamera, noch mehr Tests gemacht werden, die du dann im besten Fall auf großer Leinwand anguckst. Wie groß ist ein Film? Ein Film wie Was bleibt von Hans Christian Schmidt? Da hatten wir 6 Wochen, 2 Monate Vorbereitung. Bei einem Film wie Anonymous waren das 5 Monate. Würde die englische Königin unauffällig in diesem Film rüberkommen, dann wäre es einfach ein Fehler, weil das keine unauffällige Figur war. Du musst dir vorstellen, so ein Cloak, das waren diese Männercapes im 16. Jahrhundert, das ist zu vergleichen mit dem Wert eines Porsches in unserer Zeit jetzt. Das waren die Platzhalter für heutzutage die teuren Uhren, die teuren Handtaschen, alles, was diesen Markenwahnwitz ausmacht, den hatten die auch. Der englische Hof im 16. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert verlangt einfach etwas ganz anderes, wie die Familie bei Hans Christian Schmidts was bleibt. Vielleicht sollte ich euch nicht so bedrängen. Versetz dich einmal in meine Lage. In diesem Fall war eigentlich die interessanteste Frage, nebst der Charaktere, die bei Hans Christian sehr genau beschrieben sind, wie leben die? Ich glaube, dass Kleidungsstücke mehr Statements sind, wie wir uns das bewusst machen. Da würde ich mich sofort mit einschließen. Auf eine Art und Weise gibt es in jedem von uns dieses in was fühle ich mich gut, und damit ist es schon ein Statement. Wenn du für eine Einzelleistung nominiert bist, eine Riesenfreude. Für mich, für uns, hinter mir stehen ja eine Menge Leute. Für jeden von uns eine ganz große Ehre.